Ich hatte ja schon angedroht, dass ich mir ein paar kostenlose Software-Tools zum Backuppen und Restoren anschaue, darunter jetzt auch das Programm von Paragon. Das ist Teil vom Hard Disk Manager und nennt sich Backup and Recovery Free. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich will euch eigentlich gar nicht lange aufhalten, weil das Tool ist im Grunde eine Katastrophe. Das Schlimmste, was es sich geleistet hat, ist, dass es bei Backups gar nicht guckt, ob es auf die richtige Platte das Backup macht, sondern das schaut sich einfach den Laufwerksbuchstaben in Windows an und sichert dann da drauf. Und der Laufwerksbuchstabe, der ändert sich ja eigentlich regelmäßig. Sobald ich Sticks abziehe oder eine Platte reinstecke, kriege ich einen anderen Laufwerksbuchstaben zugewiesen. Und das Tool merkt das gar nicht, sondern macht da einfach munter weiter auf den neuen Stick, der jetzt den gleichen Buchstaben bekommen hat. Und ihr merkt davon nichts, das Tool scheint es auch nicht so richtig mitzukriegen, bringt auch keinen Alarm oder so, an dem ihr merken könntet, oha, der hat jetzt irgendwie versucht, jetzt hier auf die falsche Platte zu sichern. Und das hat im schlimmsten Fall natürlich Datenverlust zur Folge, weil ihr vielleicht den USB-Stick, wo der versehentlich drauf gesichert hat, mal formatiert oder die Platte mal formatiert. Ja, ist dem ziemlich egal. Gehen wir mal hier drauf, schauen wir mal, wie das aussieht. Ich habe jetzt hier zwei Laufwerke, eins heißt G, eins heißt E. Ihr braucht euch hier nicht über den gleichen Namen wundern, das interessiert das Programm gar nicht. Die schauen wirklich nur auf den Laufwerksbuchstaben und er hat einmal hier den gleichen Job drauf gesichert und hat jetzt auf GG den Job auch mal hier drauf gesichert. Ich habe halt so lange rumgesteckt, bis die quasi ihre Buchstaben vertauscht hatten. Man kann natürlich das manuell festlegen, dass das immer nur Laufwerk einen Buchstaben bekommt, aber das sollte die Software ja erledigen oder zumindest erkennen, dass das halt eben nicht getan wurde und das tut sie nicht. Auch wenn ein Backup komplett fehlschlägt, wird das zwar in der Software angezeigt, man bekommt aber keine Meldung und man wird auch nicht daran erinnert, dass wieder mal ein Backup notwendig ist, weil, was weiß ich, seit 3 Jahren keins gelaufen ist. Also das ist total ungünstig, wie das Programm da agiert. Also gehen wir mal meine Liste durch. Es kann verschlüsseln, es kann versionieren. Einfaches Recovery ist nicht möglich, schlicht und ergreifend, weil vielleicht schon der Datenträger gelöscht ist, weil er ein falsches Backup macht sozusagen. Und das Recovery ist auch zusätzlich noch kompliziert, weil ich quasi wissen muss, in welchem Backup die Datei drin ist, die ich wiederherstellen möchte. Und ich kriege keine übersichtliche Liste angezeigt, wie viele Versionen es denn von einer Datei gibt. Das ist maximal unschön. Ja, also einfaches Recovery ist nicht möglich und diese Recovery-Dateien, die kann ich jetzt auch nicht mit einem anderen Programm aufmachen. Die sind wieder mal in so einem proprietären Format. Ja, erinnert das daran, die USB-Platte einzustecken? Nein, das bringt nicht mal eine Meldung, wenn das Backup fehlschlägt. Also als Backup-Software eignet sich diese Software leider nicht. Ich würde aber gern von euch mal jetzt in den Kommentaren wissen, was haltet ihr denn von meiner Anforderungsliste? Also ich denke mal versioniert, das ist klar, das ist jedes Backup. Haltet ihr es sinnvoll, dass Backups verschlüsselt sind? Ist mein Anspruch, dass das Recovery einfach sein muss, irgendwie zu hoch gegriffen? Also ist das, wie es Paragon macht, so in Ordnung für euch? Und diese Erinnerung, eine USB-Platte einzustecken, würdet ihr das sagen, muss da der User dran denken oder wäre das so eine einfache Funktion, mal eine Stunde vorher dran zu erinnern, das Programm einfach sagt, hier jetzt mal Platte einstecken, lieber User, ist das auch von mir schon wieder zu viel verlangt oder sagt ihr, das wäre eine sinnvolle Funktion? Seid so nett und schreibt mir das doch in die Kommentare.